Ihr Lieben, Update zu meiner Nagellack-Aufbrauch-Challenge. Ich habe den ersten Nagellack leer gemacht. Ja, und einer ist auch schon sehr nah dran, weswegen ich sozusagen heute zwei Ersatznagellacke mit in die Challenge werfe. Ja, ich habe insgesamt diesen Monat allerdings nur 5 verschiedene Lacke verwendet. Und mich da sehr spezialisiert. Und die anderen zeige ich euch diesmal nicht. Erstmal der Lack, der alle ist. Und zwar dieser kleine Alessandro Nagellack. Da habe ich sozusagen hier das letzte Drittel geschafft. Waren aber, glaube ich, insgesamt 4 Maniküren, heißt es so? 4 Lackierungen. Also ich musste den ziemlich oft benutzen, damit dann sozusagen dieses letzte kleine bisschen alle geworden ist. Ich habe es hier auch abgekreuzt. Da ist er. So, mein erster leer gemachter Lack insgesamt. Aber sehr cool. Also zum Schluss habe ich ihn sehr genossen, muss ich sagen. Also ich habe dann sehr viel Nagellackverdünner gebraucht, um dann das letzte bisschen rauszuholen. Und habe dann die Flasche auch so gehalten. Und es war ein bisschen witzig. Und ja, aber eine wirklich schöne Farbe. Und daran habe ich diesmal zwei Produkte sehr oft miteinander benutzt, weswegen ich diesen Lack, achso, das hier war ja Ipanema Orange, genau, von Alessandro. Und ich hatte ja den Maid of Honor von P2 die ganze Zeit kein einziges Mal benutzt. Den hatte ich ja sehr gern getragen, als ich noch mit meinem Ex-Freund zusammen war. Und ja, aus Jux habe ich ihn diesmal aufgetragen mit dem Sparkled Lack von Wet n Wild. Ich zeige ihn euch noch gleich. Und das ist passiert. Das ist gar nicht wenig. Ich glaube, das waren 6 Maniküren. Der Strich ist schief. Ist ja egal. Also ich musste ihn 6-mal benutzen. Und habe dann quasi das hier gemacht. Nur normalerweise habe ich immer den Ringfinger freigelassen, dass der zwar quasi schön lila ist. So sieht es aus. Ne? Also man sieht quasi das Lila von dem Lack drunter noch. Und von dem Wet n Wild habe ich nur eine Schicht drauf gemacht. Normalerweise, wenn man den so richtig dicht haben möchte, das sind jetzt 3 Schichten. Na? Aber so habe ich quasi den benutzt. Und davon dann halt nur eine Schicht und dann kommt dann, oder anderthalb, so. Also war unterschiedlich gut aufgetragen. Hat mir sehr viel Spaß gemacht und guckt euch das an. der ist fast leer. Also sehr, 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 sehr cool. Und mir hat die Kombination auch gut gefallen. Also die habe ich mega gern getragen. Damit der hier vernünftig aussieht, deswegen ist wahrscheinlich auch so viel weggegangen, braucht man 3 Schichten. Und selbst bei der dritten Schicht sind manche Nägel immer noch nicht 100% ausgeglichen lila. Also die Farbe ist nicht besonders dicht. So, aber dadurch, dass ich dann noch Glitzer drauf hatte, hat super funktioniert und hat super viel Spaß gemacht. Ebenfalls ein Lack, den ich oft getragen habe, wo ich aber leider kein so großartiges Ergebnis zeigen kann, ist der Trended Up Lack. Dieses Grün. Ihr seht, zwischen dieser goldenen und schwarzen Linie, es sieht nicht aus, als wäre hier so viel passiert. Ich habe diesen Lack aber 4-mal aufgetragen. Also 4 Maniküren damit gehabt. Und davon braucht man 2 Schichten. Der ist recht dick. Und den habe ich tatsächlich kombiniert mit diesem hier, den ich übrigens nicht mit in die Challenge bringe. Da ist jetzt so viel passiert von hier bis hier. Weiß ich nicht, ob ich das... an Marker habe ich. Also ich habe nicht vor, diesen Lack alle zu machen. So rum. Das ist von Essence, der Glorious Aquarius. Weil der ist recht, recht dick. Und ich weiß nämlich noch nicht, ob man diese Glitzerlacke mit Nagellackverdünner streichbarer bekommt oder ob dann vielleicht die Struktur kaputt geht. Wisst ihr wie? Das habe ich jetzt noch nicht ausprobiert. Das werde ich an dem hier vielleicht testen. Weil ich glaube nicht, dass ich den alle kriege. Guckt es euch an. Also hier bewegt sich der Lack nicht.
Also wenn ich dolle schüttel, dann tut sich ein bisschen was und der ist quasi hier auf dem Finger, verteilt er sich auch nicht so schön. Sieht aber sehr hübsch aus, also eine Schicht davon mit dem zusammen. Und das hatte ich auch tatsächlich viermal diesen Monat. Also es war sehr viel Schimmer im August und ja, so sieht der dann übrigens aus. Das sind jetzt aber zwei Schichten, also der ist hier ein bisschen dichter. Mit nur einer Schicht, dann hat man halt so ein paar Glitzerpartikel und sieht echt cool aus. Also hat viel Spaß gemacht. Mein Nagellackverdünner, der jetzt plötzlich relativ fix alle wird, ist der von Sash Restore. Den hatte ich mir vor 2 oder 2,5 Jahren mal im Internet bestellt, also bei Amazon. Und ja, der macht einen guten Job. Also ich sag bloß, ne? So, und ein Lack, den ich einmal benutzt habe, und zwar auf meinen Füßen. Ich habe im August meine Fußnägel einmal lackiert und ich habe sie mir vorhin, ich bin quasi frisch gebadet, nochmal angeschaut. Die sehen immer noch top aus, deswegen habe ich kein zweites Mal gebraucht. Hier kann man allerdings nichts sehen oder vielleicht hier so ein knapper halber Millimeter oder so. Deswegen habe ich nichts angemarkert. Ich wollte nur in der Vollständigkeit halber zeigen. Ja, und ich habe mir dann rausgesucht zwei neue Lacke, weil der Glitzerlack, der ist ja auch fast leer. Für den Ipanema Orange habe ich jetzt Hollywood's Fabulous 540s von Catrice. So sieht er aus, ist damals eine LA gewesen, hier oben mit diesen schönen Blumen. Sieht sehr heiß aus, muss ich noch anmarkern, ist etwa hier. Na, also die Flasche ist ja halb leer. Und ja, freue ich mich sehr drauf, ist diese Farbe mit zwei Schichten. Also wieder hier so was Nudiges, nur halt ein bisschen bäriger. Ich denke, wenn der Herbst kommt, ist es jetzt eine sehr schöne Farbe. Und weil ich ihn drauf hatte auf meiner letzten Maniküre mit dem Ipanema Orange, und der mir sehr gut gefallen hat, habe ich noch von Maybelline den Color Show 60 Seconds in White Splatter. Sieht aktuell so aus. Anzumarkern wäre der aktuell hier oben, weil das ist hier sozusagen diese Auftragsflüssigkeit und hier unten sind dann diese Schimmereffekte. Und mit zwei Schichten sieht der so aus. Der hier ist es. Na, da reicht auch eine Schicht. Und da hat man so ein bisschen Sparkle und dann hat man diese hier mit diesen solche länglichen. Und er hat halt so einen leichten Rosé-Ton, weswegen der ganz gut zu meinen roten und roséfarbenen lilanen Nagellacken passt. Und ja, ich dachte mir, da der ja jetzt wahrscheinlich spätestens, der wird jetzt auch langsam ein bisschen dicker, spätestens nach 3 Maniküren wird er höchstwahrscheinlich alle sein. Und da ich den sicherlich weiter im September, da habe ich nämlich immer noch Lust drauf, mit dem P2 Maid of Honor tragen werde, habe ich dann sozusagen gleich Ersatz. Ja, ich bin super begeistert. Es macht nach wie vor super Spaß, mich durch meine Lacke zu testen und halt immer was Schönes anderes drauf zu haben, obwohl ich diesen Monat halt wirklich sehr oft dasselbe hatte. Aber wenn ich da Lust drauf habe, ist es ja völlig okay. Ich bin gespannt, ob ich euch nächsten Monat 1 bis 2 neue leergemachte Lacke zeigen kann. Ich habe ja noch den Art Deco Lack, der wo jetzt auch nicht mehr so viel drin ist. Der hat sich ja auch so schön abgesetzt, ne? Das heißt, die ganze Farbe ist wirklich unten. Den habe ich bloß diesen Monat halt kein einziges Mal benutzt. Das denke ich mal auch okay. Der Herbst kommt ja. Na, und dann ist es auch eine sehr schöne Herbstfarbe und sieht bestimmt mit dem Überlack hier bestimmt auch heiß aus. Ich bin gespannt. Ich freue mich und ja, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin. Tschüss.